Aha. Charles Darwin ist berühmt für sein großes Werk, das 1859 erschienen ist und den Titel trägt Vom Ursprung der Arten. Ein wirklich großes Werk, nur dummerweise erklärt das Buch nicht den Ursprung der Arten. Er erklärt den Wandel der Arten, die Entstehung von neuen Arten, also das, was man die Idee der Evolution nennt, wobei man heute weiß, dass das durch Selektion und Mutation erfolgt, was Darwin auch alles verstanden hat, nämlich durch Änderungen im Erbgut der Lebewesen. Und dann durch eine selektive Kraft, die die Natur übernimmt, wobei er die Idee der Selektion von den Züchtern hatte, die Hunde selektieren oder Pferde selektieren. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern in dem ganzen 600-seitigen Werk von Darwin steht ganz am Schluss der Satz, Licht wird auch fallen auf die Geschichte des Menschen. Er hat gar nicht gesagt, dass der Mensch durch Evolution erklärt werden kann. Er sagt nur, es könnte sein, dass man ihn durch Evolution erklären kann. Aber das hat die meisten Leute geärgert. Denn dass wir vom Affen abstammen sollten, das wurde in der viktorianischen Zeit als Beleidigung empfunden. Und das behauptet ja Darwin, Menschen stammen vom Affen ab. Sie haben eine gemeinsame evolutionäre Geschichte. Und eine begeisterte Leserin des Werkes von Darwin hat gesagt, was? Darwin sagt, wir stammen vom Affen ab. Hoffentlich stimmt das nicht. Und wenn es stimmt, hoffentlich merkt es keiner. Dummerweise haben immer mehr Leute das gemerkt, sind immer mehr Leute begeistert davon. Wir sind eine Hervorbringung der Evolution und das ist auch gut so. Und nicht vergessen, noch wichtiger als das Wissen ist die Fantasie.